Ich gehe in den Garten, die Arbeit... Meine fleischfressenden Pflanzen haben zwar jetzt noch kein Fleisch gefressen, zumindest noch keine Fliege, obwohl, wenn ich gerade sehe, doch, hat Fliege gefleischt. Na gut, dann essen sie auch meine Fliege hin und wieder. Aber was viel geiler ist, die fangen an zu blühen. Damit hier, diese Dinger hier, das ist eine Blüte, dort auch. Die blühen sogar, hoffentlich sterben die dann nicht, wenn die blühen, weil viele Pflanzen sterben ja, wenn sie blühen. Ansonsten geht es dann eigentlich ganz gut, so wie ich das mal beurteilen kann. Fleischfressende Pflanzen sollen ja relativ pflegeschwer sein. Aber irgendwie bisher scheint es ganz gut zu klappen. So, hier ist der Szechuan-Pfeffer. Der hat jetzt so die ersten Stacheln hier hat er jetzt gebildet. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Und ja, da scheint jetzt hier zu wachsen und mein eigener Pfefferstrauch. Die Frage ist, wie er den Winter überlebt. Mal sehen, was der ewige Kohl macht. Oh, sind hier mal große Spinnenwebe. Ja, der ewige Kohl, der ist jetzt nicht tot, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, dass er hier nur abgeht wie sonst was. Geschmacklich war relativ bitter, muss ich sagen, war jetzt nicht so. Aber wenn der überlebt, dann hat man immer was Grünes, wäre cool. Ja, ansonsten, was habe ich hier hinten noch für Schätze angebaut? Ach ja, die Wildtomate hier. Da sieht die aber im Hochbeet besser aus. Aber generell, da brauchen wir nicht drüber reden. Hochbeet ist egal was immer besser als, selbst bei Gewürzen und bei Kräutern, wo man ja eigentlich sagt, dass die nährstoffarmen Boden brauchen, selbst die wachsen im Hochbeet besser. Hochbeet ist einfach das Beste von allem. An der Tomate hier schneide ich jetzt eigentlich schon seit Wochen rum, aber die wuchert halt immer weiter. Und ich weiß gar nicht, was ich da noch alles abschneiden soll. Das ist so viel. Ich meine, die hat ja schon die ersten Tomaten hier dran. Ich weiß gar nicht wo. Ich weiß, dass man jetzt ja eigentlich hier so den, na ihr wisst schon, was ich meine, entgeizen soll, aber ich schneide einfach mal gleich alles ab. Weil das ist so viel. Lass halt bis auf die Blüten hier, wo dann die Tomate dran kommt, ein paar Blätter stehen, aber sonst halt nicht. Wenn ich hier schon wieder sehe, da kommt hier ganz schlimm, da werde ich auch einfach mal hier was abschneiden. Oh, es ist schon eine große Tomate dran. Ja. Aber drauf geschissen, jetzt wird es abgeschnitten hier. So. Ist zwar schade, weil hier Blüten dran sind, aber hilft ja nicht. Das Ding wuchert ja sonst überall. Übrigens schmeiße ich viele meiner Sachen, die ich quasi hier abgeschnitten habe, einfach auf den Boden und lasse die so verrotten, weil macht ja keinen Sinn, ob ich das in den Misthaufen mache oder hier unten hinschmeiße, es verrottet so oder so. Das ist mir mal aufgefallen. Im Misthaufen geht es wahrscheinlich schneller und sieht vielleicht ein bisschen besser aus, aber ansonsten sehe ich keinen großen Unterschied. Ja, bei den Feigen werde ich jetzt einfach mal die schwarze hier abmachen. So, mal gucken, das sieht nicht gesund aus. Ja, so schlecht sieht es gar nicht aus. Vielleicht war sie doch gut. Ich bin doof. Ich schmeckt süß. Meine erste Feige. Ich werde bekloppt. Die ist gut. Das Schwarze ist gar nicht schlecht. Das ist gut. Das Schwarze hier unten nicht. Oh, das sieht aus wie total schwarz, total schlecht. Geil, muss ich gleich rüber gehen. Gartennachbar ärgern. Ich habe eine eigene Feige. Die Aubergine tut auch ein bisschen dazu zu tendieren zu meinem absoluten Liebling. Seht ihr, wie die hier unten rauskommt? Die Aubergine, die Kleine? Ist das süß oder ist das süß? Das ist so süß. Ah, das ist schön, die Aubergine ist schön. Ich bin jetzt zwar nicht der super Aubergine-Fan oder so, aber die Pflanze ist total geil, die ist schön, die ist einfach richtig schön, ja, genau das. Die Andenbeere scheinen sich auch doch wieder hier ein bisschen zu erholen, ich weiß nicht, sieht ganz gut aus, finde ich. Was natürlich hier ein bisschen blöd ist, ist der kriechende Sellerie, der scheint irgendwie, was ist denn hier? Hier kriecht was anderes. Das habe ich gar nicht angepflanzt. Oh! Was ist das? Oh, ein kriechendes Zeug, deswegen kriecht wahrscheinlich der Sellerie nicht, weil die anderen haben gekrochen. Naja. Paprika wächst und gedeiht hier. Kürbis hat sich auch erholt von dem komischen, von der Wetterlage hier. Dann haben auch schon wieder diese schwarzen Dinger dran, also die Blattläuse oder sowas. Naja, drauf geschissen. Die rote Melde hier, die tut irgendwie zur Seite abkippen und
Naja, ich weiß nicht so richtig. Bin mir noch nicht so im Klaren, ob ich die lasse oder nicht lasse. Die Viecher sind irgendwie nicht mehr so dran wie früher. Da waren auch viele Blattläuse so dran, hin und wieder mal eine, aber so, dass man sie eigentlich wirklich ernten könnte und in seinen Smoothie mit reintun könnte. Also wahrscheinlich werde ich sie noch lassen. Was ich allerdings wegmachen werde, ist dieser Spitzwegerich. Ich finde so viel Spitzwegerich in der freien Natur, da brauche ich nicht im Garten den extra hier zu machen. Also den mache ich irgendwann weg, definitiv. Und wenn ich irgendwann sage, dann meine ich eigentlich jetzt. Ich habe lange genug damit gewartet. Da kann ich eigentlich auch gleich mal jetzt den rausmachen. So. Und da haben wir wieder ein Problem gelöst. Und können dann gleich wieder über die Küchenabfälle, die ich jetzt hier wieder reingeschmissen habe, oder die Fliegen sind, einfach mal zack machen. So. Aber hoffentlich wächst er jetzt hier nicht wieder an. Naja, wird schön. Wird schön, wird schön, wird schön. Die sehen gar nicht so schlecht aus, die Blumen hier. Auch von meiner Vorgängerin. Und besonders das Geile an der Pflanze ist, da sehen die Blumen geil aus und das unten. Das hat so ein bisschen so ein fremdländisches Flair. Brombeeren. Hin und wieder ist man schon eine fertig. Manche auch richtig fertig. Ich glaube, die werde ich meinen Eltern mit rüberbringen. Die haben nämlich noch keine. Und dann will ich mal ihn auf sozial machen. Jo, und die Zucchini, die geht ab. Also da kommst du jetzt mit Ernten kaum hinterher. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich mal auch Zucchini-Pflanzen reingetan. Da habe ich irgendwie 4 Stück, weil ich nicht wusste, wie die so abgehen. Aber eine Zucchini-Pflanze reicht halt komplett. Ich war jetzt auch wieder jetzt hier 3 Tage nicht geerntet. Und guck mal da hinten, die große. Da geht's, uns geht ja immer gleich weiter. Also das ist ja wirklich übel. Also wenn wir hier ein Blatt abschneiden von der Zucchini, weil das tut ja zu sehr meinen Kohl beengen. Ah, guckt mal, hier ist doch die Problematik gewesen mit den 3 verschiedenen Grünkohlarten und dem einen Spitzkohl, dass die alle, sag ich mal, auf derselben Stelle. Aber wie die Natur ist, die Natur ist nämlich schlau, guckt mal, der Kohl, der wächst einfach seitlich weg auf die Richtung und die Grünkohle wachsen in die andere Richtung. Weil die genau wissen, ah, das ist nicht meine Art, der Spitzkohl, der sagt, nee, die anderen, das ist was anderes und da verpisse ich mich lieber und die anderen verpissen sich in die andere Seite und so passt das nämlich. Und die können ja anscheinbar sehr nah beieinander sein, diese Würsingkohle da. Ne? Also Natur ist nicht doof, das ist einfach so. Oh, und hier sehen Bambus, da freue ich mich total und das habe ich ja, glaube ich, schon 100 Mal erwähnt, aber wobei ich natürlich jetzt hier, der hier wächst wie Bombe und der ist schon richtig hart und der wächst wie Bombe. Ja, aber ich würde ja gerne ein paar mehr ernten von Bambus. Muss ich mal sehen, weil so richtig, die anderen, die wachsen so richtig. Eigentlich, der wächst zwar auch, aber das ist relativ dünn. Na gut, okay, das wird dann halt über die Jahre dann wahrscheinlich hoffentlich dann richtig heftig werden. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, Bambus rockt. So, hier habe ich ja, glaube ich, vor einer Woche oder vor 2 Wochen so Samen hier rausgemacht. Und also 2 Reihen, glaube ich. Eins war Spitzkohl und eins Brokkoli oder Brokkoli und Würsing oder sowas. Und gerade mal eine Pflanze, ein Samen. Ich glaube, sind die anderen gleich weggefressen worden oder so. Oder die kommen vielleicht noch. Auf jeden Fall, ja, überlege ich halt jetzt schon wieder, gleich wieder wegzumachen und das nächste anzupflanzen. Weil scheinbar, ja, ist ja nicht. Wird ja nichts, bis auf die eine Pflanze, die auch schon halb zu fressen ist. Die Ameisen sind echt ein massives Problem hier. Und das sind keine Schnecken, das sind Ameisen, das kenne ich vom vorigen Jahr und auch von drüben. Die Ameisen, ich glaube, das ist da, wenn man von Schädlingen reden möchte, muss man sagen, die Ameise ist der größte Schädling im Garten, meiner Meinung nach. So, und hier, das habe ich eigentlich das vorige Mal schon vorgehabt, das muss ich unbedingt die Woche mal machen, Kartoffeln ausgraben. Und zwar hier entscheidet sich nämlich dann, vom Mond gepflanzt und gegen Mond. Warte mal, ich habe eine Spinne am Kopf. So eine Flugspinne. So, jetzt fliegt sie weiter. Auf jeden Fall, das war sozusagen nicht nach dem Mond und das ist nach dem Mond eingepflanzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es da einen Unterschied gibt. Und das wird folgen. Ach ja, Maulbeerbaum. Haha, einer von euch hat mir gesagt, die braucht männlichen Begleiter. Oder weiblichen Begleiter, also 2. Maulbeerbaum. Weil der eine Maulbeerbaum alleine befruchtet sich nicht. Das wäre natürlich richtig scheiße, aber einen 2. Maulbeerbaum werde ich jetzt hier nicht in den Garten stellen. Da werde ich den einfach zur Deko hier lassen. Wäre natürlich schade, weil ich hätte schon ganz gerne Maulbeeren. Naja.
erkennt man jetzt bestimmt nicht so gut, aber hier ist der absolute Hummel-Treffpunkt hier. Also ich sehe hier 12 Hummeln, sehe ich auf einen Blick. Ich weiß nicht, ob man die hier um die Kamera so gut sieht, weil sie eine Weitsichtkamera ist. Aber das ist echt übel. Boah, überall wird gehummelt und gehummelt. Das Blau ist cool. Das habe ich schon gemerkt am Boric damals, wo ich Boric hatte. Blau, da werden die Hummeln richtig geil. Also ich habe einfach das Herzgespann dort angepflanzt, weil ich bin ein richtiger Hummel-Fan, muss ich sagen. Bienen nicht so, weil sie halt stechen können, aber Hummeln, ich mag diese Riesen, diese sehr geil. Ich bin übrigens gerade hier bei der Ande. Also die werden hier tatsächlich auch von diesen weißen Fliegen befallen, dieser Schwarzkohl, allerdings sehr, sehr wenig und alles noch im Rahmen, sodass man auch mal das eine so wegschnipsen kann oder so weiter. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Weizengras-Fan geworden. Nachdem das mit dem Trocknen auch alles ganz gut geklappt hat, werde ich jetzt hier meine Weizenplantage sozusagen erweitern. Und das erste, dem zum Opfer fällt, ist diese rote Melde. Und ich werde hier auch weitergehen und quasi die roten Beeten jetzt alle langsam abernten und dann in die Richtung das Weizengras, die Weizengrasplantage quasi erweitern und dass ich ja alles voll Weizengras habe. Weil ich habe das jetzt gemacht, das funktioniert einwandfrei mit dem Trocknen und da werde ich mir richtig eimerweise zu Hause Weizengras trocknen für den Winter, halt, dass ich immer da die Power des Grüns quasi frisch bio aus dem Garten habe. Und das ist jetzt sozusagen ja wieder eine Sache im Garten dieses Jahr, was ich richtig geil finde. Weizengras ist echt der Hammer. Es schmeckt geil und ist halt übel gesund. So, und dann fangen wir jetzt mal an. Also erstmal die rote Melde. Ja, rote Melde. Wie siehst du denn überhaupt aus? Oh ja, hat ganz viele Blattläuse. Oh, das war natürlich dann nicht so geplant. Das ist der Geist der roten Melde. Schweinehund. So. So, gut, die kommt dann auf den Kompost. Genau, und dann mache ich jetzt noch solche Linien hier weiter. Und natürlich das Zeug hier raus. Solche Linien. Und hier scheint auch nicht zu wachsen, da mache ich auch nochmal nach. Und dann mache ich dann halt quasi hier schön immer weiter mit dem Weizengras. So, das werde ich jetzt machen. Ich werde mir ein paar rote Beete ernten, ein bisschen Unkraut raus machen und dann das Weizengras, die Weizengrasplantage erweitern. Sehr geil. Jetzt können wir wieder schön Weizen streuen. Sehr geil. Gut, das war's. Der Gemüsebaum wächst auch wieder wie Hölle. Und sind mittlerweile sogar zwei, hier unten ist noch einer. Und das schmeckt man an sich nicht so. Aber von gemeinsam vegan, die Verena, die hat mich die Idee gebracht, wenn man das trocknet, dass man das ein bisschen als Würzmittel da benutzen könnte. Und das will ich einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach mal hier so einen Ast abmachen. Am besten einen von unten hier. Und dann gucken, wie das schmeckt, wenn man das trocknet. So schmecken die Blätter jetzt nur nicht besonders, aber vielleicht, wenn man die trocknet, Schädlinge sind nicht dran. Doch hier wieder ein paar von den weißen kleinen Viechern. So, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Da werde ich die einfach mal trocknen und dann schauen und beobachten, ob wir die als Würzmittel vielleicht sogar als Salzersatz was bringen. Ne? Ich werde auf dem Laufenden halten, aber das mache ich wahrscheinlich nicht im Gartentagebuch, sondern das wird in meinem ganz normalen Videotagebuch sein. Jupp. Dann werde ich jetzt noch Weizengras ernten und dann bin ich heute durch mit der Übung. Ach, und gießen will ich noch. Gerade jetzt die frischen Weizen will ich gießen. So. Gut. Was ich auch noch nicht geklärt habe, ist, ob das Weizengras nachwächst, wenn man das abschneidet. Weil dort, wo ich abgeschnitten habe, ist glaube ich noch nicht nachgewachsen. Müsste ich mal. Ich mache mal die Reihe hier komplett. Ups, war eine Ameise. So. Habe ich die mal komplett abgeschnitten und mal sehen, ob das dann hier nachwächst. Genau, das muss ich noch testen. Bevor ich den Strauch hier rausmache, den Thymian-Strauch, will ich noch mal probieren, den Thymian zu verwerten. Das heißt, dass ich mir wirklich hier mal ein bisschen was abschneide und das auch trockne. Da ich halt eh die großen Trockensession mache mit dem ganzen Gemüsezeug, werde ich da einfach mal ein bisschen Thymian nehmen und auch trocknen. Und dann werde ich wirklich dann eine Entscheidung treffen können. So. Ob ich den nur hier
Vielleicht schmeckt es ja getrocknet ganz gut. Ja, mal sehen. Und nix. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das ist zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen, das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.